Zum Überleben brauchen die Menschen ohnehin Weizen, Mais oder Reis. Alles Grundnahrungsmittel zum Sattwerden. Auf 80% der weltweiten Anbauflächen für diese Pflanzen werden schon heute gentechnisch veränderte Sorten angebaut. Klingt erschreckend, ist aber lebensrettend, meint Doris Ammann. Es war eine gute Ernte auf Asiens Reisfeldern in diesem Jahr. Eine sehr gute sogar. 666 Millionen Tonnen. Das ist Rekord. Und doch, auch dieser Rekord wird nicht reichen, um alle satt zu machen. Denn die Weltbevölkerung wächst schneller als der Reisertrag auf den Feldern. Jedes Jahr 10 Millionen Tonnen Reis mehr wären nötig, um den wachsenden Bedarf zu decken. Maschinen statt Handarbeit, das wäre eine Möglichkeit. Doch mehr PS auf dem Acker allein treiben die Ernte nicht hoch genug. Und es ist eine Lösung für die reiche, industrialisierte Welt. Auch Dünger und Pestizide wirken nur bedingt. Denn das Doping aus dem Chemiewerk steigert zwar die Ernten beträchtlich, doch die Böden ertragen die künstlichen Hilfsmittel nur in Grenzen. Camillo und Agrippina hilft das alles nicht viel. Sie haben ganz andere Probleme. Die beiden Filipinos können den Diesel für ihre Wasserpumpe kaum noch bezahlen. Ihre Reispflanzen vertrocknen. Eigentlich ist Regenzeit, doch seit Wochen fällt kaum ein Tropfen. Die Hälfte ihres Landes haben die Farmer schon an Bodenspekulanten verkauft. Auf dem Rest baut das Ehepaar nun Blumen an. Reis ist zu aufwendig. Die Pflanzen brauchen viel Pflege und eben auch viel Wasser. Wie also dem trockenen Acker Reis abtrotzen, wie die Ernte erhöhen? Das internationale Reisforschungsinstitut IRI auf den Philippinen hat Antworten darauf. Durch herkömmliche Kreuzungen und modernste Gentechnik werden hier Tausende von Wildreis- und Kulturreissorten aus aller Welt gezüchtet und verändert. Es sind Pflanzen, die auch in unwirtlichen Gegenden mit schlechten Böden gedeihen. Reis, der dem Klimawandel trotzen kann. Rund 110.000 Reissorten lagern in der Gendatenbank des IRI. Es ist das wichtigste Reisarchiv der Erde. Das Gute daran, das IRI forscht nicht im Auftrag großer, profitorientierter Konzerne. Es ist gemeinnützig. Viele Länder und Organisationen steuern zum Etat bei, darunter auch Deutschland. Aus den Reisgenen das Beste herausholen, das tut das IRI seit mehr als 50 Jahren. Schon einmal rettete das Institut fast im Alleingang die Welt vor einer Ernährungskrise. Damals in den 70er Jahren verdoppelte es mit seiner Hochleistungssorte IR8 die Erträge auf den Feldern. Es war die erste grüne Revolution. Nun hofft alle Welt auf eine zweite aus den Reagenzgläsern des Instituts, bevor die nächste Hungerkrise kommt. Neu gezüchtete Reissorten des IRI können bereits jetzt auf oft überfluteten Feldern wachsen oder auf viel zu trockenen Böden. Bauern wie Camillo und Agrippina können damit leicht ihre Ernte steigern. Auch bei anderen Grundnahrungsmitteln wie Weizen oder Mais laufen die weltweiten Forschungen auf Hochtouren. Werden Pflanzen so genetisch sinnvoll angepasst, kann das weltweit die Ernten drastisch steigern. Profitgierige Konzerne bleiben außen vor. Die deutsche Angst vor der Gentechnik ist unbegründet, meinen Wissenschaftler, und die Zahlen sprechen für sich. Genveränderte Pflanzen ernähren schon seit Jahren Millionen Menschen, auch in Industrieländern wie Spanien. Nebenwirkungen keine. In der dritten Welt hält man die Bedenken schlicht für die Arroganz der Satten. Die Anti-Gentechnik-Kampagne sagt weiterhin zu uns Afrikanern, esst diese Genfrüchte nicht und sterbt jetzt. Dabei könnte man uns doch auch sagen, gerade weil Genfood mit den modernsten Methoden getestet, zugelassen und weil es sicher ist, deshalb könnt ihr es wirklich essen. Genmanipulation, in Deutschland ein Pfui-Wort. Doch für viele Menschen in Afrika und Asien ist die Erbguttechnik nur eines, die Chance auf etwas zu essen.